fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nichts, doch irgendwann klappt es dann. Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Geht ganz nah ran, ganz nah ran. Hallo Leute, schaut mal. Seht ihr diesen kleinen Kerl da? Na, wisst ihr, was das ist? Ich sag nur, 10 zackige Ziesel wieseln zwischen den Wiesen. Zwischen den Wiesen wieseln 10 zackige Ziesel. Oh, ganz schöner Zungenbrecher, oder? Ich warte gerade darauf, dass der kleine Mann hier oder einer von diesen kleinen Zieseln in die Falle geht, denn ein paar Ziesel aus der Kolonie sollen umziehen. Und klar, dafür muss ich sie erst mal fangen. Also drückt mir die Daumen. Wir starten mit den Infos. Ziesel sind eine sehr seltene Erdhörnchenart aus Europa und Asien. Verwandt sind die kleinen Nagetiere mit den Eichhörnchen und den Murmeltieren. Sieht man, oder? Mit den afrikanischen Erdmännchen haben sie aber nichts zu tun. Die flinken Tiere leben auf Grasflächen in Bauten unter der Erde, immer in Gruppen, sogenannten Kolonien. Vor 40 Jahren gab es sogar in Deutschland noch wilde Ziesel. Mittlerweile findet man aber nur in Mittel- und Südosteuropa noch 2 Arten in freier Wildbahn. Den europäischen Ziesel und den noch kleineren Perlziesel. Doch auch sie sind stark gefährdet. Ich bin heute im Nürnberger Tiergarten, einer der wenigen Orte in Deutschland, wo europäische Ziesel gehalten werden. Jörg, der biologische Leiter, zeigt mir, wo die Zooziesel leben. Die Hörnchen hatten zwar mal ein eigenes Gehege, sind dann aber auf eigene Faust umgezogen. Jetzt leben sie als Mitbewohner bei anderen Tieren, da wo es ihnen gefällt. Ich sehe schon was. Hallo, guten Morgen. Wie nah kann ich da jetzt ranhauen, die sofort ab? Sind die super scheu? Du kannst bis an den Zaun gehen. Echt? Das sind die gewohnt, ja. Die Nürnberger Ziesel-Jungtiere haben ein großes Abenteuer vor sich. Sie sollen bald in Tschechien ausgewildert werden. Das ist ja mega. Ich hätte ja nie gedacht, dass die uns so nah ranlassen und so zutraulich sind. Und da unten? Genau, die sind in der Nashornanlage. Die sind aber deutlich scheuer. Wenn man da jetzt hingehen würde, dann würden die in ihre Baue verschwinden. Wie, Moment, also da sind normalerweise Nashörner und die leben mit den Zieseln zusammen. Genau, und das funktioniert aber ganz gut. Aber werden die da nicht manchmal zertrampelt? Nee, die Ziesel haben ja ganz tiefe Baue, die sind fast 1,50 Meter tief und da kann das dicke Nashorn ruhig übertrampeln, da passiert gar nichts. 1,50 Meter geht's da tief in die Erde. Warum buddeln die denn so tief? Weil die Winterschlaf halten und da muss frostfrei sein, der Raum, wo sie schlafen. Und 1,50 Meter ist eine sichere Tiefe. Und so weit gehen die runter, damit sie da ganz entspannt den Winter verbringen können. Mit diesen Kastenfallen wollen wir jetzt die jungen Ziesel einfangen. Angelockt werden sie mit Äpfeln und Karotten. Die mögen die Nager besonders gern. Die Fallen sind harmlos für die Tiere und sind die Fangmethode, die den Kleinen am wenigsten Stress verursacht. Da hauen sie jetzt schon ab. Oh, das geht schnell. Wo stellen wir die jetzt hin? Die verteilen wir jetzt um den Bau rum. Hier ist der Eingang. Die ist ein bisschen mit Gras getarnt. Und dann hoffen wir, dass sie gleich wieder rauskommen, weil sie neugierig sind und hungrig sind. Und dann haben wir sie vielleicht gleich. So, jetzt hoffe ich, kriege ich das hier hin. Eine stelle ich direkt hier vor den Eingang. Einfach mal abwarten. Wir gehen wahrscheinlich mal ein Stück links. Wahnsinn, der kommt schon. Wir ziehen uns ein bisschen zurück und dann schauen wir mal zu. Und schon traut sich das erste Jungtier Richtung Falle. Jetzt spannend. Ja. Ja. Wow, das ging unheimlich schnell. Ich hätte nie gedacht, dass das jetzt so schnell geht. Ich dachte, wir warten jetzt hier eine Stunde oder so. Aber die scheinen sehr neugierig zu sein. Genau, die sind neugierig und auch hungrig, das hat man gesehen. Und es hat geklappt. Es kommt auch schon der nächste.
Aber nicht, dass der jetzt sieht, dass der andere da drin ist. Also sie kommunizieren schon miteinander, sie warnen sich. Aber wahrscheinlich gibt es in der Ziselsprache noch kein Wort Achtung Kastenfalle. Das dauert noch ein bisschen. Schau mal, jetzt kommt ein Erwachsener zu dem Jungtier hin. Und die unterhalten sich. Helga, wo bist du denn da reingeraten? Warum machst du das denn auch? Ich glaube, Helga ist sich auch noch nicht so ganz sicher, ob sie das jetzt gut oder schlecht findet, weil da gibt es halt auch jetzt echt eine leckere Möhre und einen Apfel da drin. Genau, es scheint ihr erstmal nicht schlecht zu gehen, scheint keinen Stress zu haben, sie frisst ja erstmal in Ruhe. Und dann schauen wir gleich mal, ob Helga wirklich Helga ist, weil das müssen wir auch noch nachschauen. Sollen wir die Helga mal da rausholen? Wir holen die Helga mal raus, ja. Hallo, ja, alles gut, ich tu dir nichts. Ja, ganz ruhig. Oh Gott, so. Dankeschön. So, jetzt wird sie schon nervös. Jetzt geht es nur darum, die Hand da reinzukriegen, sich nicht beißen zu lassen. Aber so. Da haben wir sie. Da sind auch die Nagezähne. Jetzt wirst du aber geschimpft. Genau. Oh ja, Riesennagezähne. Ja, aber die Helga ist gar keine Helga. Sondern ein, ist ein Junge. Ein Tim. Sieht denn Tim gesund aus? Der sieht fit aus, da ist alles dran. Die Krallen sehen super aus, die Füße sind in Ordnung, die Zähne sind sehr gesund, schön weiß, gut geputzt. Augen glänzen. Von daher, genau, jetzt setzen wir mal rein. Und schiebt ruhig schon mal den Deckel zu, damit er nicht rausspringt. So. Jetzt geht's mit den restlichen Fallen runter ins Nashorngehege. Das Nashorn ist heute aber natürlich nicht zu Hause. Es ist gerade in einem anderen Auslauf untergebracht. Zwischen dem Baum und den Wurzeln. Willst du zwei da hinstellen? Ja, hier. Ja, genau. Während wir unten noch Fallen aufstellen. Perfekt. Dann zurück. Geht oben ein Jungtier auf Erkundungstour. Es dauert nicht lange und ein Stück weiter vor deinen Schwanz. Nichts passiert. Vielleicht ist das ja jetzt eine Helga. Gut, dann machen wir es so wie eben. Ja, dass er nicht rauskommt. Jetzt machen wir es halt andersrum. Aber ich hab ihn. Kannst du einmal die Falle halten? Dankeschön. Und das ist doch aber jetzt wieder ein Männchen, oder? Richtig. Siehst du mal, ich bin schon ein richtiger Ziesel-Experte. Perfekt. Und dann tut sich was im Gehege. Ziesel Nummer 3 geht in die Falle. Und auch dieses kleine Ziesel entpuppt sich als Männchen. Die Weibchen sind eindeutig vorsichtiger. Um sie zu fangen, braucht es viel Geduld. Tut sich gar nichts mehr. 10 zackige Ziesel wieseln zwischen den Wiesen. Zwischen den Wiesen wieseln 10 zackige Ziesel wieseln zwischen den Wiesen. Zwischen den Wiesen Zieseln, wieseln. 10 zackige Ziesel wieseln zwischen den Wiesen. Zwischen den Wiesen wieseln 10 zackige Ziesel. Ja! Yeah! Und jetzt du, Jörg. 10 zackige Ziesel wieseln zwischen den Wiesen. Zwischen den Wiesen wieseln 10 zackige Ziesel. Nicht schlecht. Finde ich auch. Und endlich. Wir haben noch einen geschnappt. Wir haben noch ein Ziesel. Wir haben jetzt natürlich große Hoffnung, dass das eine Helga ist. Super. So. Alles gut, Helga. Das ist ein Mädchen. Endlich! Wir haben ein Mädchen. Damit haben wir genug Ziesel für einen Tag gefangen. Die 4 Jungtiere kommen jetzt in eine provisorische Unterkunft. Mal schauen, wie sie ihr neues Zuhause finden. In den Wannen wohnen die Ziesel, bis alles bereit ist für ihren Umzug. Futter, Heu und Einstreu zum Buddeln sorgen dafür, dass sie sich auch hier schnell wohlfühlen. Kannst du mal schräg stellen in den Eimer? Ja, du musst vielleicht noch ein bisschen schräger halten, dass die kommen an dem Glatten sonst nicht raus. In die erste Wanne kommen die 3 Männchen. Raus. So,
die Helga kriegt jetzt ihre eigene Wanne. Genau. Und muss nicht zu den Jungs. Fühlt ihr sich dann überhaupt wohl, wenn ihr da ganz alleine ist? Ja. Ich fange ja die nächsten Tage noch weiter Ziesel und dann kriegt Helga auch noch eine Gesellschaft. Denn Ziesel sind gar nicht gern allein. Schau mal, kletter mal da raus. Schau mal, jetzt kannst du dich verstecken. Oh, andere Richtung. Zack. Weg ist sie. Und dann, wann geht's nach Tschechien? In 2 Wochen. Und dann würde ich sagen, treffen wir uns da vor Ort und wählen dann die aus. Ja, perfekt. Da bin ich auf jeden Fall wieder dabei. Das will ich mir nicht entgehen lassen. Und du kannst ja bis dahin noch Ziesel fangen und noch ein bisschen üben. 10-zackige Ziesel wieseln durch die Wiese. Durch die Wiese wieseln 10-zackige Ziesel. Ich übe auch noch mal ein bisschen. Gut. Wir sehen uns dann. Ciao. Und schon ist es soweit. Jörg bringt die kleinen Hörnchen zu einem Naturreservat in Tschechien, wo es noch wilde Ziesel gibt. Ich bin schon mal vorgefahren. Da bin ich wieder. So, jetzt sind einige Wochen vergangen und heute ist der große Tag gekommen und unsere Ziesel werden ausgewildert. Und dafür bin ich mit einem ihrer Umzugshelfer verabredet, mit Honza. Und ich glaube, da hinten steht er auch schon. Hi, Honza. Hi. Na, alles gut? Was machst du? Looking for grounds. Ich halte Ausschau nach Zieseln. Wenn du dich mal umschaust, kannst du den Flughafen mit der großen Graslandebahn sehen. Auf der Grasfläche lebt die größte natürliche Zieselkolonie hier in der Gegend. Ich sehe jetzt nichts. Boah, das stelle ich mir aber ganz schön laut vor und wahrscheinlich bebt auch so ein bisschen die Erde, wenn da ein Flugzeug landet, oder? Stört es die nicht? Da landen nur kleine Flugzeuge. Und meistens ist der Flughafen eh leer. Ah, okay. Die Ziesel mögen es dort, weil das Gras immer kurz gemäht ist. So haben sie einen guten Überblick und können Feinde wie Greifvögel schneller entdecken. Ganz in der Nähe der alten Kolonie, wo die Ziesel von Natur aus vorkommen, gibt es noch 2 kleinere. Dort wurden in den letzten Jahren bereits Tiere aus Zoos erfolgreich ausgewildert. Direkt hier gibt es sogar auch ein paar Ziesel. Wenn du dich mal umschaust, kannst du vielleicht ein paar sehen. Schau mir mal nach einem Bau, in dem sie leben. Da, oder? Ja, genau. Da ist einer. Schau mal. Da haben sie gegraben. Hallo, jemand zu Hause. Sie haben in der Erde gegraben und da ist auch Zieselkot. Zieselkacke. Der Kot ist voller Samen, winzige Erdbeersamen. Hier wachsen kleine wilde Erdbeeren, die die Ziesel fressen. Die lieben sie. Wenn wir ein bisschen weggehen und ruhig warten, sollten wir ein paar Ziesel zu Gesicht bekommen. Let's see, schauen wir mal. Da. Da bewegt sich etwas. Ja, da ist einer. Where? Da. Kannst du es hören? Ja, ich hab's gehört, aber ich sehe es noch nicht. Ich sehe es. Yes. Ich sehe es. Ja. Oh. Yeah, it's nice. Das ist mein super. Mein erstes Ziesel in der Wildnis. Wie cool. Ah, wie schön. Eine kurze Fahrt später sind wir an dem Hügel, wo die neue Kolonie entstehen soll. Honza und sein Team haben schon einiges vorbereitet, denn die Ziesel sind gleich da. Das ist aber schön hier. Warum ist denn das jetzt hier ein guter Ort, um die freizulassen? Hier grasen normalerweise Schafe und Ziegen. Die sorgen dafür, dass das Gras auch immer kurz ist. Der wichtigste Grund aber ist, dass die nächste Zieselkolonie ganz in der Nähe ist.
Bevor die Ziesel ausgewildert werden können, muss noch einiges erledigt werden. Dafür bekommen wir Unterstützung von einer Biologin aus Honsas Team. Los geht's mit Löcherbohren. So müssen die Ziesel selbst weniger graben und haben gleich eine Möglichkeit, sich zu verstecken. Ich will den Riesenbohrer auch mal ausprobieren. Gut festhalten. Klappt doch ganz gut. Ein paar Löcher reichen. Okay, das ist jetzt, damit die da auch Schatten haben, weil die Sonne brennt heute ganz schön runter. Gegen Sturm und Regen gibt's noch ein Dach, denn Nässe mögen die kleinen Ziesel gar nicht gerne. Drumherum kommt noch ein Zaun. Warum brauchen wir denn überhaupt einen Zaun? Warum können wir die nicht einfach so freilassen? Wenn wir sie einfach direkt freilassen, würden die kleinen Ziesel voller Panik davonrennen. Dann würden wir sie im Dorf oder sogar überfahren auf der Straße finden. Wir müssen dafür sorgen, dass sie erst einmal hier bleiben und zur Ruhe kommen. In einer Woche wird Honsa die Zäune wieder abbauen. Dann haben sich die Ziesel eingewöhnt und können ganz in Ruhe ihre neue Heimat erkunden. So. Und jetzt habe ich einen Fehler begangen. Jetzt bin ich eingesperrt. Ist okay. Ja. Na gut, ich habe Schatten hier, ich habe Regenschutz hier. Du kannst den Zieseln ja gleich ein paar Märchen vorlesen, zur Beruhigung. Da kannst du dich schon drauflehnen. Einfach so? Genau. Okay. Sehr gut. Gerade noch mal so gut gegangen. Sonst wäre ich jetzt auch zum Ziesel geworden. Die ersten Ziesel sind gerade angekommen. Okay. Da sind schon welche. Die Ziesel in der Box kommen aus einer tschechischen Wildtierstation. Puh, das ist schwer. Aber es sind wahrscheinlich nicht die Ziesel, die so schwer sind, oder? Ja, da drin hat sich noch ein Nashorn versteckt. Jetzt geht alles sehr flott. Bei dem heißen Wetter müssen die Tiere so schnell wie möglich aus der Transportbox. Slowly. Oh, da schaut schon einer raus. So, wir lassen sie jetzt ganz vorsichtig in die Gehege. Ich setze es möglichst langsam ins Heu. Das war's schon. I can give you some. Ja. Du kannst auch einen nehmen. Aufgeregt. I will show you. Ich zeig's dir. Mit Handschuhen. This is young one. Das ist wahrscheinlich ein Jungtier. Ein junges Männchen. Young male. Fass ihn so an. And handle it. Richtig festhalten. Okay. And handle the back. Halt ihn hinten fest. Okay. But do not do. Lass ihn jetzt bloß nicht draußen los. Hoi, hoi, hoi. Damit die Auswilderung erfolgreich ist, muss man verschiedene Gruppen haben, die nicht miteinander verwandt sind. Das sorgt für gesunden Nachwuchs. Den bekommen Ziesel nur einmal im Jahr. Außerdem ist es gut, wenn ein paar Männchen mehr dabei sind. Denn wie ich beim Einfangen schon gemerkt habe, sind die zwar mutiger, aber auch ganz schön unvorsichtig. Deswegen werden sie schneller gefressen. Und da ist auch schon Jörg mit den Zieseln aus Deutschland. Hallo Jörg. Hallo Anna. Na, hast du eine gute Anreise gehabt? Ja, aber ich habe heute mal ein bisschen länger geschlafen. Ich hab's gemerkt. Du, wir haben hier schon fleißig gearbeitet und schon die erste Gruppe von Zieseln ausgewildert. Das waren 7 Tiere. Wie viele hast du jetzt dabei? 6 aus Nürnberg und 7 aus dem Opel Zoo.
6 aus Nürnberg. Das heißt, da sind nur noch 2 dazugekommen. Ja. Du hast gefehlt. Da hast du mit mir ein paar mehr gefangen. Das stimmt, ja. Wollen wir mal schauen, wie es denen geht? Klar. Ja. Schön hier. Ja, super schön, gell? Der Honsa wildert da hinten auch noch mal 20 Ziesel aus. Also insgesamt haben wir dann 40 Tiere. Das ist doch schon ordentlich, oder? Das ist ein schöner Start für eine Population, ja. So. Warum werden die denn eigentlich hier in Tschechien ausgewildert? Also könnte man doch auch in Deutschland machen, oder nicht? Eigentlich ja. Es gab auch früher Ziesel in Deutschland. Die sind allerdings vor ein paar Jahrzehnten ausgestorben. Und man hat auch versucht, sie wieder anzusiedeln. Das hat allerdings nicht funktioniert, das Projekt. Und deswegen macht es mehr Sinn, sie jetzt in Tschechien auszuwildern, wo es noch die Tiere gibt. Dann geht's los mit dem Tim. So, Nummer 1. Hast du ihn? Ja. Hallo Tim. Alles gut bei dir? Schau mal, hier wohnst du jetzt. Zusammen setzen wir ein Tier nach dem anderen ins Gehege. Dann ist auch die kleine Helga dran. Die ist ganz schön aufgeregt, aber es geht alles gut. So, alle Ziesel sind im Gehege. Das heißt, wir machen jetzt eigentlich nur noch das Dach drauf und spenden ihnen ein bisschen Schatten, den ich auch sehr gerne hätte. Genau, und ein bisschen Ruhe. Genau, Mama. Gut. Hilfst du uns, Honsa? Ja. Du warst aber wirklich schnell mit den anderen 20, hä? Das Dach sorgt dafür, dass die Ziesel im Gehege nicht zu leichter Beute von hungrigen Räubern werden. Greifvögel wie der Rotmilan haben die Ziesel schon im Auge. Alle Neuankömmlinge sind sicher untergebracht und können sich jetzt ganz in Ruhe von ihrer abenteuerlichen Reise erholen. So, unsere Ziesel haben jetzt alle Schatten, die Auswilderung ist geglückt. Aber Jörg, wir haben noch eine Aufgabe zu lösen. Weißt du, was ich meine? Ich befürchte ja. Auf 3. Honsa, willst du auch mitmachen? Ich probier's mal, aber erwartet nicht zu viel. Okay, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Auf 3. 1, 2, 3. 10 zackige Ziesel wieseln zwischen den Wiesen. Zwischen den Wiesen wieseln 10 zackige Ziesel. Ja, super. Cool. Well done. Und für euch gibt's noch mal alles, was ich mit den Zieseln so erlebt habe. In Nürnberg sehe ich zum ersten Mal die kleinen Ziesel. Das ist ja mega. Ich hätte ja nie gedacht, dass die uns so nah ranlassen. Jörg und ich schaffen es, 4 Jungtiere zu fangen. Wir haben noch ein Ziesel. In Tschechien zeigt mir Honsa, wo die Ziesel leben. Oh, mein erstes Ziesel in der Wildnis. Ich helfe Honsa und Jörg, die kleinen Ziesel in ihrem neuen Zuhause auszuwildern. Schau mal, hier wohnst du jetzt. Ich kann jetzt leider keine Woche warten, um dabei zu sein, wenn die Ziesel hier ausgewildert werden. Aber ich bin mir sicher, sie feiern eine dicke, fette Einweihungsparty und lassen sich's hier richtig gut gehen in ihrem neuen Zuhause. Und in ein paar Jahren ist die Kolonie bestimmt schon ordentlich gewachsen. Ich drücke auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt tierisch interessiert. Servus. Sie fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nix. Doch irgendwann klappt es dann. Anna und